Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Oscar X und ich hatte einen Mega-Daten-Reboot. Ich habe bei den Parteien persönlich angerufen und nachgefragt, was sind eure fünf wichtigsten Punkte aus eurem Wahlprogramm? Das war gar nicht so einfach für die. Die CDU. Keine Steuererhöhung. Ehegattensplitting erhalten. Ehegattensplitting bedeutet, dass das, was ein Ehepaar zusammen verdient, halbiert und dann zweimal versteuert wird. Ganz einfach. Das gilt aber nur für verheiratete Paare. Gegen Eurobonds. Ein Eurobond ist ein Kredit, den alle EU-Länder aufnehmen würden, um die Schulden eines ärmeren EU-Landes abzubauen. Das gibt es zurzeit noch nicht und wird gerade heiß diskutiert. Für bessere Bildung, Forschung und Infrastruktur. Mütterrente. Mehr Rente für Mütter. Mutti. Die SPD. Gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro. 20 Milliarden Euro mehr für Bildung. Kita-Ausbau. Höhere Steuern für Reiche. Ein Laptop für jeden Schüler. Digitalisierung in die Lehrpläne. Die FDP. 2015 keine neuen Schulden. 2016 Schulden abzahlen. Den Soli schrittweise abbauen. Soli ist eine Abkürzung für Solidaritätszuschlag, so eine Art Zusatzsteuer. Ausbau von Kinderbetreuung. Die Aufklärung des Abhörskandals. Keine Vorratsdatenspeicherung und ein freies Internet. Die Linke. Mindestlohn von 10 Euro pro Stunde. Mindestrente von 1050 Euro. Hartz-IV-Sanktionssystem abschaffen und kurzfristig den Regelsatz auf 500 Euro erhöhen. Besteuerung hoher Einkommen ab 65.000 Euro mit 53%. Verbot aller Auslandseinsätze der Bundeswehr und aller Waffenexporte. Bündnis 90 Die Grünen. 100% erneuerbare Energien. Gegen das Betreuungsgeld. Stattdessen Kita-Ausbau und bessere Bildung. Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro. Gegen Massentierhaltung, für artgerechte und umweltfreundliche Landwirtschaft. Strikte Kontrollen für Rüstungsexportgeschäfte. Die Piratenpartei. Überwachungsstopp. Bundesweiter Volksentscheid. Bedingungsloses Grundeinkommen. Transparenzgesetz. Unabhängige Politiker. Weshalb bist du hier? Um zu demonstrieren gegen Überwachungswahn. Aha, was ist denn da gerade los? Es passiert ganz viel, die NSA und so weiter überwacht uns alle, guckt in unsere E-Mails und so weiter und ich finde das scheiße. Was willst du daran ändern?